Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Magic's, also meine Neros Magic Prognosen. Und ganz anders als diese sechs Karten, die wir hier am Anfang sehen, alle sehr teuer, alle sehr gut in meinen Augen, also sind wirklich krasse Karten, will ich mal heute in einem anderen Bereich unterwegs sein. Ich weiß, meine Standardaufnahme mit den billigen kleinen Karten, billigen in Anführungsstrichen, aber mit einem Deck, was nicht wirklich so teuer ist und trotzdem viel in Standard reißen kann, ist noch nicht draußen. Das muss ich echt tatsächlich nochmal nachproduzieren. Wie gesagt, mir ist die eine komplette Aufnahme verloren gegangen, weil ohne Ton. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht auch der Fall. Ich werde es im Nachhinein prüfen, das muss ich leider alles nochmal machen. Werde ich diesmal tatsächlich auf Karten eingehen, die nicht so krass sind und auch nicht so hoch im Preis, wobei der Deathrite Shaman ja schon deutlich gesunken ist. Wir wollen diesmal auf Karten gehen, oder ich möchte ein paar Karten nennen, wo ich der Meinung bin, zum Beispiel diese Karten, und das sind ja nicht nur die, die werden exemplarisch für alle anderen Karten sein, einfach mal um den Geist ein bisschen versuchen zu erweitern, einfach unterschätzt sind. Unter anderem habe ich mir, wie ihr das eben gerade schon gesehen habt, hier eine kleine Liste gemacht. Die einen oder anderen sagen, oh, okay, ich würde einfach mal die paar Karten nennen und dazu auch noch was sagen. So. Aber wenn man die richtig schreibt. Habe ich Ghostly falsch geschrieben? Wo haben wir denn Ghostly Quarter? Die hieß doch Ghostly Quarter, das Land. Das ist ja eine gute Vorbereitung von mir. Ich bin der Meinung gewesen, das war richtig. Aber okay. Sind doch alle 19. Ich verstehe jetzt gar nicht, wo man das nicht findet. Das ist ja mega interessant, warum er die jetzt gerade nicht sagt. Er hat Ghostly Prison, also Ghostly ist richtig geschrieben. Aber wo ist ein Ghostly Quarter? Das Land. Wisst ihr, was ich meine? Okay, jetzt kann man natürlich sagen, was macht man in einer Situation wie dieser? Wir können mal versuchen, hier diese erweiterte Suche zu benutzen. Wie ihr seht, ich finde die Seite, was bezüglich erweiterte Suche angeht, nicht so mega geil. Hier, es gibt ja unterschiedliche Typen. Wir brauchen ein Land, steht hier natürlich auch nicht drin. Es gibt Durgolf, das sind die ganzen Subtypen, die uns alle nicht helfen. Typ Land. Ich weiß, dass es, das sind Supertypen, die brauchen wir tatsächlich nicht. Rarität ist Uncommon gewesen. Passiert, wenn ich jetzt auf Suchen klicke, wie viel zeigt er mir hier? 30. Geht ja eigentlich. Ja, Ghost Quarter. Ah, da war mein Fehler. Okay, alles meine Schuld. Okay, machen wir hier weiter. Aber seht ihr, also man kann die Karte trotzdem finden. In meinen Augen ist diese Karte, gerade wenn wir hier mal gucken, also um die 1 Euro, eine mega unterschätzte Karte. Ups. Warum finde ich diese Karte so mega unterschätzt, obwohl die so extremst oft reprintet wurden und dann immer mit diesem neuen Bild? Das heißt, ja, hier ein Foil 20 Euro ist schon eine ganz schöne Ansage für eine Common. Aber warum? Was ist an dieser Karte tatsächlich so gut und warum wurde sie auch so oft wieder reprintet? In meinen Augen zu viel. Ich stelle mir jetzt gerade ein Legacy-Deck Format oder Modern vor. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass die meisten Formaten in dem höheren Bereich, wo die Leute mehr Geld für ein Deck ausgeben, auch mehr Duels oder Shock-Duels oder so haben. Und die Anzahl an Basic-Ländern ist vor allem im Legacy-Bereich extrem gering. Es gibt viele Decks, die überhaupt kein einziges Basic-Land mehr besitzen. Bedeutet, in dem Fall wird aus einem Ghostly Quarter eine Strip-Mind. Wir sind nicht mal mehr beim Wasteland, sondern wir sind schon bei der Stripmine angekommen. Ich nur mal, um einen Vergleich zu machen. Man opfert das, man zerstört irgendein Land und der Controller, der Beherrscher dieses Landes, darf sich dann ein Standardland aus seiner Bibliothek direkt ins Spiel getappt packen. Das ist doch Tap, ne? Put it into play. Nee, nicht mal getappt. Er packt es einfach nur so ins Spiel. Hast du kein Basic Land mehr, also kein Standardland, dann zerstörst du einfach nur, dann fällt dieser ganze untere Teil, der hier, komplett, das heißt auf Tap und Opfern, zerstörst du ein Land. Kann zum Beispiel bei Team America, war das eine Zeit lang so, ich glaube, die haben immer noch keine Basic Lands drin,
Das ist einfach leck, das Land. Das heißt, ein 1:1-Tausch. Und wenn ihr jetzt einfach mal anguckt, das Land ist ungefähr, lass es mal ein Euro jetzt wert sein. Wir machen jetzt sogar mal hier einfach mal gute Qualität, damit wir nicht diese ganzen kaputten Länder drin haben. Und ich mache mal nur Deutsch und Englisch, weil das für mich einfach nur am meisten Interesse hat. Seht ihr, sind wir so bei um die 1 Euro, einmal die 1,50 Euro. Nehmen wir jetzt mal das gute Wasteland. Seht ihr schon, da sind wir bei ganz anderen Höhenpreisen, wobei die das relativ oft, ich gucke gerade, was noch so drin ist bei Wasteland, Einöde. Das ist ja hier auch 25 Euro, okay, hier, das ist ein bisschen teurer. Ich finde das Bild nicht so wirklich schön, aber es ist ja auch egal. Hier haben wir hier eine Judge-Promo. Das finde ich nicht schön, tatsächlich. Das finde ich sehr schön, das Bild. Finde ich wirklich, wirklich hübsch. Tolle Karte, leider Reprint. Deswegen, das hier ist ein richtig hammergeil. Und ich verstehe nicht, warum die hier, das hier, wahrscheinlich wegen der Seltenheit, mehr wert sind als das, weil das hat das alte Bild, hat das alte Design außenrum. Aber Foil finde ich, das ist ein Traum. Gucken wir uns aber trotzdem einfach mal ein Standardland an. Wir wollen ja nicht auf die Reprints eingehen. Sind wir bei knapp 30 Euro mit unseren Eingaben. Das heißt, wir haben jetzt einen Unterschied von 1,50 € zu 30 Euro, der macht auf Tap, Sacrifice, Destroy, Target, Non-Basic Land. Ja, er darf sich kein Basic Land raussuchen. Kann bei dem einen oder anderen Deck, je nach Decktyp oder sowas, natürlich einen großen Unterschied machen. Trotzdem finde ich das schon krass für den Wertunterschied, wenn man sich überlegt, welches Format spiele ich. Man muss sich vorher klar machen, welches Meta spiele ich. Dann haben wir jetzt noch die gute Strip Mine. Ich hoffe, die wird nicht zusammengeschrieben. Wird sie nicht. Hier haben wir die Ursprung mit den verschiedensten Bildern. Strip Mine ist leider ziemlich viel verboten, also sind sehr vielen Gegenden verboten. Für Gegner meine ich natürlich Spieltypen. In Legacy ist zum Beispiel auch nicht erlaubt. Ich glaube, in Vintage nur einmal, bin mir da nicht ganz sicher. Hier reden wir auch um die 20 Euro. Nehmt man jetzt einen schlechteren Zustand oder irgendeine andere Edition, wird es halt deutlich günstiger. Hier bei denen gibt es halt auch noch unterschiedliche Bilder. Die sind in letzter Zeit ganz schön stark gestiegen, merke ich gerade. Da, also ihr seht, haben wir noch unterschiedliche Bilder. Das hier ist zum Beispiel auch sehr schön in meinen Augen. Ja, auch um die 20 Euro. Ich sag ja, die alten Sachen haben viele schöne Bilder. Ich hatte ja mal, könnt ihr einfach mal auf die Folge eingehen, kann ein Bild den Wert einer Karte beeinflussen. Und ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, ja. Und da finde ich einfach diesen Unterschied 1,50 zu 20 Euro schon echt, echt krass. Und dementsprechend, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid im Legacy und der Gegner hat Basic und genau sagen 2 bis 3. Mehr haben die meisten nicht. Glaubt mir, mehr haben die meisten Decks einfach nicht. Und ihr könnt das mit Crucible of Worlds wieder spielen, das Ghostly Quarter. Ist ja erlaubt. Strip Mine verboten. Wasteland. Dann macht ihr Basic Land. Dann strippt ihr jedes Mal das Basic Land von dem weg. Wie oft macht das? 2 bis 3 Mal. Und dann ist Feierabend. Wenn man sich ein richtiges, vernünftiges Deck drum baut, kann das richtig krass sein. Zumal bedeutet es auch, er darf sich kein einziges Basic Land fetchen oder darf er ziehen. Weil jedes wird ja eben halt weniger sein. Double signiert. Oh, das muss ich mir mal angucken hier. Mit Richard Garfield. Nice. Schönes Sammlerstück. Oh, das ist natürlich von Richard Garfield wirklich unter. Wenn das echt ist. Nice. Ist übrigens der Erfinder von Magic. Nur so am Rande. Also mit. Ja, der eigentlich der Erfinder eigentlich. Ja, das war auf jeden Fall die erste Karte. Gehen wir mal zur zweiten Karte, wo ich auch sage, genauso krass und unterschätzt. Unearthed, die meisten kennen diese Karte nicht mal. Wir reden hier von einer Karte wieder um die 1 Euro bis 1,50 Euro, je nachdem, wie ihr und wo ihr das herhaben wollt. Was sagt die Karte denn? Ihr zahlt ein schwarzes, wählt irgendeine Kreatur aus eurem Friedhof mit Converted Casting Cost 3 oder weniger und packt es direkt ins Spiel. Das ist einfach nur eine krasse Karte. Ihr könnt einen Tamogol für ein schwarzes direkt wiederholen. Das heißt, er bringt ein Spell auf, wie zum Beispiel Abrupt Decay, um ihn für eine 1-Euro-Karte direkt wieder ins Spiel zu packen. Es ist kein Instant, ja, es ist eine Hexerei, aber trotzdem ist es so eine starke Karte. Und wenn er jetzt ein ich wollte gerade ein Duress nennen, sagt man, ein Swordsies auf euch spielt und hat jetzt die Wahl, er kann sich ein Tamogolf picken oder er kann Unearth picken, ist die Wahl einfach völlig irrelevant, weil beide Karten genau dasselbe machen.
Ja, die packen die Karten wieder ins Spiel. Dann müsste ich irgendwas anderes packen, damit man den Thaumagulf castet. Trotzdem, selbst wenn ihr ihn zerstört, wenn er ihn countet, für einen Mana könnt ihr ihn wiederholen. Und wenn die Karte absolut unnütz in dem Moment für euch ist, könnt ihr sie immer noch für zwei Mana wegcyclen, Instant Missy und zieht einfach eine neue Karte. Die Karte ist einfach nur gut in meinen Augen. Ich habe sie tatsächlich auch schon gespielt. Man kann ja so lustige Sachen damit machen. Lustig, in Anführungsstrichen. Sowas wie mit Kabaltherapie, dass man die Karten immer wieder Kreaturen spielt. Und wenn ihr dann Sachen habt, wenn sie sterben, dass sie noch einen Effekt haben, wie den Explorer, nicht den Windows Explorer, nein. Ich glaube, so war das. Wenn Schwein Explorer oder irgendwie sowas, wie, oh Gott, wie hieß der denn? Wie hieß der denn? Jetzt muss ich tatsächlich mal, ich warte mal, ich helfe mir mal selbst ein bisschen. Ich habe hier nämlich so einen kleinen Ordner. Und in diesem Ordner, das ist ein spezieller Ordner, sind nur Karten drin, die ich mal gespielt habe als besonders gut. Na, gucken wir doch einfach mal rein, weil der nämlich tatsächlich auch dabei ist. Okay, hier habe ich ihn in Deutsch drin, macht aber nichts. Wir können ja auch den Namen Deutsch eingeben. So. Explorer, so heißt er doch. Aber warum habe ich ihn nicht gesehen? Nehmen wir ihn und aus der Originaledition einfach mal, weil wir es machen. Hier habt ihr zum Beispiel ein weiteres Stück. Und wenn ihr den hier einfach mit der Kabaltherapie opfert, ihr sie aus dem Friedhof, also Kabaltherapie spielen, ihn hier da in die Kabaltherapie Flashback reinopfern, ihr kriegt zwei Basics. Dann holt ihr mit Unearths, könnt ihr ihn wiederholen und könnt ihn theoretisch wieder opfern und könnt ihn wieder mit zwei Basics holen. Ihr könnt euch diese Länder, also für Low-Casting-Cost, sofort wieder alles ins Spiel packen. Das ist einfach, also wirklich eine unterschätzte Karte. Ihr müsst einfach mal überlegen, wie viel Burn, wie viel direkter Abrupt Decay oder andere Spells aufgebracht werden, Counterspell, um bestimmte Karten zu countern. Wenn ihr sie für ein schwarzes allerdings direkt wiederholen könnt und die meisten Kreaturen, gerade im Bereich Legacy, haben nun mal nur eine Höchst-Casting-Cost von 3, kann man sich selbst überlegen, ob das sich nicht tatsächlich lohnt. Manche sagen natürlich, wäre ein verschenkter Slot, muss man sich selbst überlegen, ob man lieber ohne Kreatur dann einfach mit dem Draw weitermacht oder ob man sie in der eigenen, ob man das Ganze beeinflusst, indem man die Sachen aus dem Friedhof wiederspult. Ich habe hier noch eine Karte, ich hoffe, ich habe sie richtig geschrieben. Na, heute habe ich es irgendwie mit, ja, natürlich nicht. Meister Meuchler. Ja, Alpha ist jetzt natürlich ein bisschen hart gegriffen, weil der Preis extrem hoch ist. Aber gucken wir uns die ganze mal aus Revised an. Reden wir hier von einer 2-Euro-Karte. Diese Karte sagt, auf Tap zerstört ihr eine getappte Kreatur. Ist nur eine 1-1, aber wenn ich mir über, was ist denn alles getappt? Ein Grisselband ist, wenn er angreift, getappt. Das heißt, er greift an und bevor ihr überhaupt nur einen Block dekriegt, ist er tot. Emrakul greift an, hat Schutz vor Colored Spells, aber das ist ja eine Ability, also eine Fähigkeit. Zack, Emrakul Code. Ja, ihr müsst immer noch 6 opfern, das lässt euch leider der Emrakul nicht durchgehen, je nachdem welchen Emrakul ihr habt. Aber trotzdem, zack, tot. Der neuere Emrakul, Schutz vor Instance. Auf Tap, zack, tot. Tamogolf greift an, zack, zack, tot. Ihr könnt alles, was kein Shroud hat, könnt ihr einfach auf Tap zerstören. Natürlich ist er sehr anfällig mit 1 in Abwehr. Trotzdem ist es eine Hammerkarte für wirklich einen sehr geringen Preis. Ich habe mit der Karte früher auch tatsächlich mit angefangen zu spielen. Und die Karte war damals schon gut. Es gab damals deutlich weniger Removal, als es heute gibt. Dem Ganzen muss ich eingestehen. Deswegen habe ich das noch ein bisschen anders in Erinnerung. Trotzdem ist es eine sehr, sehr starke Karte. Mit Casting Cost 3 sind wir wieder dabei. Schon im für Legacy-Bereich extrem hoch. Aber ein Unearth kann ihn auch einfach wiederholen. Sind wir wieder beim Thema. Also für mich auch wirklich eine der wirklich unterschätzten Karten, dessen Fähigkeit einfach nur stark ist. Es gibt die ja auch noch, hier könnt ihr sie auch noch ein bisschen aus den hässlicheren Editionen. Entschuldigung, wenn ich so sage, ich mag das Bild einfach nicht. Hier, das Bild mag ich nicht. Guck mal, da ist die Karte noch weniger wert. Wenn euch einfach die Karte an sich egal ist, sondern einfach nur auf die Fähigkeit ankommt, dann könnt ihr sie auch aus der Edition holen. Und dann zahlt ihr 50, 60 Cent pro Karte, mein Gott. Aber habt eine starke Karte erstmal auf dem Board, an der man erstmal vorbei muss. Das heißt, man muss auch erstmal den Removal ziehen. Da hilft auch kein Sneak Attack mehr. Sneak Attack sagt zwar, du kannst, packst einen Emrakul rein, er greift an, ja, du opferst die 6 Permanente, was dem Emrakul übrigens mit am stärksten machst, dass du die 6 Permanente opfern musst, aber der macht dir zumindest keinen Schaden. Sollte man sich, ja, dagegen ist es echt, also zumindest wenn es ein Grisselband ist. Grisselband kann angreifen, kannst du ihn weghauen, wird auch nichts gegen machen können, zumindest nicht in der blau-roten Edition, die haben ja meist kein Burn drin, kriegst du zumindest kein Damage. Naja.
Wie gesagt, finde ich auch mega unterschätzt, die Karte. Jetzt kommt eine Karte, die die meisten wahrscheinlich auch wieder mal gar nicht kennen. Und ich habe diese Karte geliebt. Hide and Seek. Wir reden wieder um die 1-Euro-Karte. Und am besten macht sich die Karte in einem Isochron-Zepter. Jetzt heißt es natürlich, fast jede Karte ist in einem Isochron-Zepter eine gute Karte, weil das Isochron-Zepter einfach so gut ist. Ist selber auch nicht viel wert, aber trotzdem. Diese Karte hat sich in meinen Augen als besonders bewährt gemacht. Ihr könnt alles, was so Hate ist, zum Beispiel Artefakt oder Verzauberung, einfach mal wegpacken von dem Gegner, was ihm wichtig ist. Palfinil, ja, schade. Trotzdem. Ansonsten habt ihr natürlich viele Möglichkeiten, Sachen wegzupacken. Und mir ist aufgefallen, die Sachen unter die Bibliothek zu packen, hat oft mehr Effekt gehabt als in den Friedhof, weil zum Beispiel, hier, weil ich jetzt einen Unearth eben hatte, kann man sich die Sachen aus dem Friedhof meist leichter wiederholen, als von unter der Bibliothek die Sachen wiederzubekommen. Ihr seid die Sachen erstmal los. Und wenn ihr die Sachen erstmal los seid und könnt damit nichts weitermachen, habt ihr immer noch die Möglichkeit, hiermit die gegnerische Bibliothek erstmal zu erkunden, was ist da alles drinne. Eine Karte, die er noch zielen möchte, zu exilen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Main-Karte zieht, ist deutlich geringer und ihr kriegt noch Leben im Fall von Memrakul, weil wir den ich eben schon genannt habe, wären das eben halt nochmal 15 Leben extra. Ansonsten sind das, ja, kann das 7 beim Grisselbrand oder 3 beim Royal Assassin sein oder eben halt 1 beim Unearth. Ist egal, ihr kriegt auf jeden Fall erstmal noch eine Belohnung Leben und er muss am Ende seine Bibliothek auch noch dafür beschallen als Dankeschön dafür. Das heißt, ihr könnt erst eine Sache wegpacken und dann die Sache entfernen. Im ISO-Konzept aber eine wirklich krasse, starke Karte, die mir tatsächlich auch dazu geführt hat, dass ich schon ganze Spiele damit gewonnen habe. Also, wie gesagt, ich wollte sie einfach mal nennen. Die Karte ist gut. Die Karte ist wirklich, wirklich gut und leider wird sie nicht mehr gespielt. Ist ja mit vielen Karten so, dass die meisten haben so ein Metadeck. Die möchte ich hier auch nochmal benennen. Ist auch eine Mystic-Karte. Aber der Wert ist einfach gering. Und es gibt so viele Karten inzwischen, wo man sagt, warum sollte ich die denn spielen? Dann kann ich ein Artefakt aus dem Friedhof zurück auf die Hand holen, aber. Ja, mir fällt jetzt gerade eine Jitte so spontan ein. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die man damit wiederholt, wo ich dachte, Alter, eigentlich ist das eine richtig, die Karte ist richtig. Sie hat First Strike und Death Touch. Das heißt, erstmal, wenn der Gegner, wenn man blockt oder sie geblockt wird, haut sie im Normalfall immer die gegnerische Kreatur weg, ohne selber irgendwie drauf zu gehen. First Strike und Death Touch ist einfach mega gut. Dann haut sie den Gegner eine Kreatur weg und man holt sich ein Artefakt wieder, wie zum Beispiel. Ah. Jetzt habe ich den Namen, hätte ich mir mal raussuchen sollen, vorher schon. Irgendwas mit Strix, Belfast-Strix war das doch. Genau, hier, das ist auch gleich die erste. Ah, guck mal, ist mir sogar eingefallen, ohne dass ich drauf geguckt habe. Weil ich habe hier vorne den ersten deutschen Namen. Ist auch eine Artefakt-Kreatur. Man kann also den hier auch wieder mit Flying Death Touch wiederholen und hat wieder sich einen Karto. Man kann sich so eine kleine Minischleife bauen, wobei der hier bei 5 Euro ist. Das war auch nur ein Beispiel eben. Man kann sich eine Jitte holen, man kann sich so viele Sachen wiederholen, wo der Gegner einfach nur Hate drauf spielt. Diese Belfast Strix wird so oft einfach nur hated, wollte ich gerade sagen. Also mit Spells, mit Burn oder sowas weggeholt. Und deswegen finde ich die Karte hier an sich einfach nur gut. Sie ist gut. Also sie ist ja auch eine legendäre Kreatur und Mystik, aber guckt euch mal den Preis an. Sie wird wenig gespielt. Ich habe sie tatsächlich in einem Deck mal im Sideboard gesehen, die mit sehr viel Belfast Strix und ähnlichen Artefakt-Kreaturen gespielt hat. Und auf die Idee, Artefakt-Kreaturen damit wiederzuholen, bin ich nicht gekommen, weil ich immer nur denke, Artefakt, was haben wir da? Dann haben wir, kann man sich einen Beta-Skull wiederholen, eine Jitte, aber davon spielt man ja gar nicht so viel und wie soll ich dann an diese Kreatur reinkommen? Auf Artefakt-Kreaturen die ganze Zeit zusätzliche Draws, die ermöglichen, bin ich nicht gekommen. Wir haben ja zum Beispiel, und darauf will ich auch nochmal was machen. Wo war denn jetzt der Original? Ist das der hier gewesen? Ja, genau. Shardless ist eine Artefaktkreatur. Auch ihn hier kann man theoretisch damit wiederholen. Und kann dann immer wieder mit Cascaden und hat ihn noch als Blocker. Ihr seht, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wo ich dachte, Alter, warum wird die Karte so unterschätzt? Für 3 Mana, wieder mit Schwarz, kann man übrigens mit Unearth wiederholen, genauso wie ihn, nur so am Rande. Ja, wie gesagt, es gibt einen Haufen, einen wirklichen Haufen unterschätzter Karten, die alle nicht so viel wert sind. Und da kann man sich tatsächlich mal selber als Magic-Spieler die Frage stellen, müssen Decks immer so teuer sein? Muss ich mir immer ein Deck aus einer Liste bauen aus dem Internet, wo nur teure Karten drin sind? Ist es nicht eigentlich mal eine Herausforderung wert, ein Deck mit wenig zu bauen, also mit wenig Geldinvestitionen? Die können wirklich gut sein. Ich hatte mal ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen, ein Deck, das war wirklich nicht viel wert. Hatte auch Rares drin, gar keine Frage, Mystic gab es damals nicht. Hatte viele Rares drin, aber die Rares waren nicht viel wert. Und ich habe mir immer gedacht und angefangen dann zu spielen und mir gesagt,
Okay, es gibt eine Karte, die macht es, hat aber eine andere Farbe, die ich eigentlich nicht spielen möchte. Möchte ich jetzt eine Farbe splashen und bräuchte damals waren es halt nur Duels, bräuchte Duels, oder schaffe es nicht, eine andere Karte zu finden, die eine ähnliche Fähigkeit besitzt, mit einem kleinen Nachteil, meist ist die Casting Cost ein bisschen mehr, aber ohne, dass ich es auch hinkriege. Und ich habe tatsächlich ein Deck gehabt, das war fast unschlagbar zur damaligen Zeit gehabt. Ich hatte dann sowas wie Oversoul Cemetery drinne. Sagt, wenn man in seinem Friedhof während seines Abgiebs vier oder mehr Kreaturen hat, darf man sich eine davon zurück auf die Hand holen. Und dann habe ich eben halt wie Bane of the Living gespielt, das Ding, Royal Assassin, Schwarzen Ritus und sowas. Und habe mir meine ganzen Kreaturen, wo er den ganzen Hate drauf gespielt hat, immer wieder geholt. Denn diese Karte wurde nicht gecountert. 3 Euro, die sagt, ja, macht ja erstmal nichts, wenn sie liegt. Ja, aber das Problem ist, wenn sie liegt, liegt sie. Heutzutage haben wir sowas wie Abrupt Decay, wo man eben halt deutlich schneller intervenieren, gab es damals nicht. Trotzdem, immer wenn man sich die Frage stellt, gibt es eine Möglichkeit, etwas günstiger zu machen, gibt es oft eine Möglichkeit mit einem kleinen Nachteil. Ist die Frage, ist man bereit, diesen Nachteil einzugehen oder nicht? Und man kann auch mit diesem Nachteil gewinnen, gerade in dem Bereich, wenn man sagt, der Gegner ist so verwirrt, weil er das Deck nicht weiß, weil er nicht die Karten einschätzen kann, dass man in den ersten 2 Runden, bevor er das, den Dreh raus hat, dass man gewonnen hat und zum nächsten Gegner im Turnier wechseln kann. Mit seinen Freunden wird es ein bisschen schwerer, die können sich ein bisschen darauf einstellen, aber trotzdem ist es doch nicht daher die Herausforderung, ein günstiges, gutes Deck bauen zu können. Und mit diesen Worten, mit ein paar Gedankenspielchen, vielleicht mit einem kleinen Eindruck, wo man sagen, stimmt, gibt es nicht eigentlich eine Möglichkeit, muss ich mir mal die teuersten Karten kaufen? Lasse ich euch zurück, vielleicht könnt ihr ja noch in die Kommentare ein paar Karten reinschreiben, wo ihr der Meinung seid, ja, diese Karte ist total unterschätzt, die ist nicht viel wert, aber das ist eine richtig starke Karte, die hat richtig viel Spielpower und schreibt die mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, was bei euch diese Karten sind. Mein paar, die mir jetzt so spontan, in Anführungsstrichen spontan, ich habe mich doch schon ein bisschen darauf vorbereitet, was die gedankliche Suche von Karten angeht. Ja, ich hätte mich mit dem Namen ein bisschen vorbereiten können, besser. Ja, egal. Könnt ihr einfach mal reinschauen, was eure Karten sind. Meine habe ich genannt und ich würde mich mal freuen, eure Sachen zu lesen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.